Wo kommen eigentlich die Drehbücher her? Die entstehen hier in diesem Raum. Die schreibe nicht ich allein, sondern das wird in der Gruppe diskutiert mit vielen Leuten. Zum Beispiel mit dem Michael Graf. Und dann holen wir noch den Toni Schweiger dazu. Und viele andere in wechselnder Besetzung. Na Jungs. Sag mal, wie macht denn das? Hä? Was ist denn hier los? Welcher Depp hat denn hier eine Rauchgranate geschmissen? Wer ist der Depp? Oh, Sie sind's. Den Qualm in der Counter-Strike-Folge, den wir hier in der Lagerraum veranstaltet haben, kam natürlich nicht von der Zigarre, die ich da im Hals stecken hatte. Da hat Toni was ganz Besonderes, und zwar Nebelmaschine, die garantiert gesunden Rauch produziert. Wir haben es ihm alle nicht geglaubt, es war ganz fürchterlich hier drin, aber trotzdem schön. Besonders lustig fand ich die Duellszene mit Fabian, denn im Drehbuch stand eigentlich nur drin, dass er irgendwie im Hintergrund stehen soll und schimpfen soll, und er hat dann den Text frei improvisiert und ich wusste das nicht, und wenn man genau hinschaut, sieht man dann, dass ich im Vordergrund mir ständig das Lachen verkneifen muss. Das war schon verdammt knapp. Ich schlag dich grün und blau. Los, steh schon auf, worüber denkst du nach, na? Hast du Angst? Hä? Komm her! Gab's ja diese alberne Szene in der World of Warcraft-Folge, wo ich auf Daniel zulaufe und Toni merkte, dass er unmöglich so schnell rückwärts laufen kann, wie ich vorwärts laufe. Also hatten wir geplant, dass ich rückwärts laufe, er vorwärts. Das sah natürlich total bescheuert aus. Dann haben wir es nachher doch so gemacht, dass er rückwärts rannte, dabei natürlich fast hingefallen ist. Und erst nachher ist ihm eingefallen, er hätte die Kamera auch einfach auf die Schulter nehmen können und das Display so drehen können, dass er vorwärts hätte laufen können, so wie es jetzt gerade macht. Das hier ist der berühmte Kapitänsanzug von Raumschiff GameStar. Ich hatte einmal die Ehre, den tragen zu dürfen. Das Problem ist nur, der ist für die Größe von Jörg gemacht und kneift mir an 14 verschiedenen Stellen. Jörg ist nämlich 10 cm kleiner als ich und aber vor allen Dingen auch etwa 15 Kilo leichter. Und das Schlimme daran, den zu tragen, war nicht nur, dass es echt fies eng war, sondern vor allen Dingen die fiesen Blicke der Redakteure, die mir dabei zugeguckt haben. Ich hab gesagt, der kommt schreiben. Ja, verstanden. Das ist der Probeartikel. Das ist nicht schreiben. Das ist Müll! Absoluter Dreck! Auch wenn es keiner glaubt, die Rolle als bayerischer Grantler ist mir ganz und gar nicht auf den Leib geschrieben. Weil das ist eigentlich nur anstrengend. Man muss dauernd rumschreien und ständig muss man laut werden und braucht jede Menge Luft dabei und irgendwann vergeben einem die Schimpfwörter aus. Man wird total verausgabt dabei und ist total blöd. Und in Wirklichkeit bin ich doch eigentlich auch ganz lieber. Dazu sage ich jetzt nichts. Aber mein eigentliches Trauma hat sich ja damit und hiermit abgespielt. Denn eigentlich kann ich ja sehr gut heften, wie man sieht. Bloß wollte ich es besonders schnell und besonders cool machen bei dieser Heftexperten-Szene. Und ich habe es immer so rausgezogen und irgendwie kriege ich das koordinativ einfach nicht auf die Reihe. Ja, nach 20 Versuchen musste ich es dann aufgeben. Toni hat geschimpft und ich habe es dann halt in Zeitlupe gemacht. Aber so geht's. Und ich werde jetzt weiter trainieren. Wir machen nochmal eine Heftexperten-Szene. Dann kriege ich es hin. Ach, ich sag's Ihnen, die Counter-Strike-Folge, alles fake. Hier, die Bombe ist in leer. Und auch für unseren Redaktionsteppich hatten wir ein Double. Denn der Bombspot ist einfach auf so einen alten, staubigen Fetzen aufgesprüht. Hallo, Leser. Ich meine natürlich, hallo, Leser. Der Toni, der gerade hinter der Kamera steht, der will von mir gerade wissen, was denn für mich bisher das Coolste beim Redaktionsdreh war. Und das war natürlich ganz klar die Inkarnation von Richard B. Riddick in meiner Person. Er hat durch mich gesprochen. Wie riecht's denn hier überhaupt drin? The air is thick. Smells of oil, machines, crushed rock. And something else. Fear. Witzig war daran, dass ich die ganzen Sprachsamples eigentlich hätte auch selber runterbeten können. Ich kannte die nämlich alle zu dem Zeitpunkt schon auswendig, aber ich klinge natürlich nicht so cool. Und wenn Riddick 2 rauskommt, dann machen wir das Ganze natürlich nochmal und ich dann auch mit der passenden Frisur. Ach, der Drucker, was mir schon alles mit dem passiert ist, das habe ich hier mal aufgeschrieben. Ich bin ja schon überfallen worden und ich bin gestolpert und weiß der Geier was alles. Aber am besten hat mir der Fisch gefallen. Der hat mir nämlich nicht nur gefallen, der hat mir sogar super lecker geschmeckt. Den habe ich mit meiner Frau zusammen gegessen. Ha! Schweiger, reden Sie mich nicht nochmal auf den Namen Schweiger an. Der hat mich gezwungen, in diesem Computerspielladen voll besetzt, diese dämliche Szene zu drehen. Wieder und wieder und wieder. Und wir drehen sie noch einmal, ach komm, noch einmal aus einer anderen Perspektive mit dieser blöden Resi-Kleinhirn-Perücke auf. Wissen Sie, wie bescheuert man sich vorkommt? Mit dieser dämlichen, selten dämlichen Perücke auf dem Laden reinkommt, habt ihr Blutblaster 5.9? Und alle drumherum sind am Lachen und Grinsen. Ich brauche mich da nicht mehr blicken zu lassen. Ich habe jetzt irgendeinen meinen Lieblingsladen verloren. Also ich kann mich in der Münchner Innenstadt nicht mehr
übersehen lassen. Mein Leben ist hin. Wofür habe ich mein Studium eigentlich aufgegeben, um so einen Mist zu machen? Verdammt.